Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal einen Haul vorbereitet und zwar habe ich auch mal bei Temu bestellt. Das ist meine erste Bestellung dort gewesen. Ich wollte mal gucken, wie das so von den Preisen, Lieferungen und so weiter ist und von der Qualität der Produkte. Dazu werde ich mir dann im Späteren noch ein Urteil bilden können. Ich wollte euch jetzt erstmal zeigen, was ich alles bestellt habe und ich würde sagen, fangen wir doch direkt mal an. Ich brauchte neue Glitzersteinchen. Und beim letzten Mal habe ich die ja beim AliExpress bestellt. Ist hier ungefähr das gleiche wie beim AliExpress, wo vom Aufbau her nur eine andere, die sind nicht auf so Plastik aufgeklebt, sondern eher auf so pappartigem. Aber das ist ja egal. Genau, für die beiden Sheets habe ich 4,98 Euro bezahlt. Das finde ich okay, also eins ungefähr für 2,50, das ist schon in Ordnung. Dann habe ich mir als nächstes so Klebe-Rauten bestellt. Die kosten 1,16 Euro, die sind 2 mm dick und ja, sind halt so ganz kleine. Die benutze ich eigentlich auch immer ganz gerne. Dann habe ich mir bestellt... Ich dachte eigentlich, wenn ich jetzt Christmas in July Videos mache, aber dann bleiben die doch wohl eher noch bis Weihnachten liegen. Das sind so Fingernagelaufkleber. Und da wollte ich die einfach mal testen. Die haben 44 Cent gekostet, ist ja kein Geld. Und da wollte ich mal gucken, wie gut das funktioniert. Aber ich werde jetzt noch bis zum Winter warten. Dann habe ich mir Stanzen bestellt. Diese hier hat 1,98 Euro gekostet. Das ist so eine, die ist quadratisch und mir ist aufgefallen, die habe ich schon. Ich glaube, ich habe die sogar schon zweimal. Also werde ich die auch in meinen Shop stellen unter neue und gebrauchte Materialien, weil, also ein drittes Mal brauche ich sie nicht. Egal, ist mir zu spät aufgefallen. Ich habe sie jetzt bestellt. Ich gebe sie quasi dann an euch weiter. Dann habe ich noch eine bestellt, die habe ich aber auf keinen Fall. Die hat 3,09 Euro gekostet. Die hat hier so verschiedene Formen. Und das fand ich eigentlich ganz hübsch. Ich habe das schon mal bei der Olga gesehen. Die hat auch so eine ähnliche. Von Olga macht das so. Und ich fand, die Karten sahen immer ganz hübsch aus. Und ich hatte auch ein bisschen länger danach gesucht. Und jetzt habe ich es gefunden. Jetzt ist es mein, jetzt werde ich es auch benutzen. Dann habe ich mir Stempel bestellt. Erstmal hier so englische. Thinking of you, happy birthday, hello. Ich weiß gar nicht mehr. Normalerweise bestelle ich mir Stempel immer, wenn ich einen Grund habe. Aber ich weiß den Grund ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich mir die bestellt habe. Ich kann es gerade nicht sagen. Auf jeden Fall haben die 1,38 Euro gekostet und ein paar Sprüche können ja eh nicht schaden. Nur ich benutze eigentlich immer die kleinen Sprüche. Deswegen weiß ich nicht, warum ich mir die großen bestellt habe, weil die benutze ich eher selten. Naja, mal gucken. Dann habe ich mir noch, genau, ich brauchte deutsche Sprüche, mal wieder was Neues und hier Kopf hoch, alles Liebe, Gruß oder Geburtstag, viel Erfolg. Die haben 1,68 Euro gekostet, da weiß ich, warum ich sie gekauft habe. Und dann habe ich mir noch welche bestellt und genau, das sind Weihnachtssprüche, weil Weihnachtssprüche habe ich auch nicht so viele. Und ich finde auch, hier kann man sehr gut immer, auch wenn es englische Sprüche sind, die kann man hier auch sehr gut verschenken. Das verstehen ja eigentlich die meisten so, ne? Die haben 2,68 Euro gekostet. Sowas wie, we wish you a very merry Christmas oder halt Merry Christmas in verschiedenen Versionen. Ja, das versteht ja eigentlich jeder, denke ich mal, oder viele, fast jeder. Genau. Genau, das war die erste Fuhre. Ich pack das mal eben beiseite. Dann habe ich noch ein bisschen was anderes bestellt. Also noch ein bisschen mehr bestellt. Aber dafür brauche ich Platz. Dann habe ich hier einmal diese Stickerblumen bestellt. Die sind so durchsichtig. Die haben 1,29 gekostet. Ich hole die mal raus. Ich weiß auch noch nicht, wie die aussehen. Ah ja, hier ist so ein großes. You are as beautiful as a flower. Du bist so schön wie eine Blume.
Genau, und hier, das sind dann die Blumen. Sehr hübsch. Ich weiß gar nicht genau, ja, für Karten, ne? Natürlich für Karten. Sehr hübsch. Ich mag diesen Schimmer darum. Ich habe die gesehen, weil ich dachte jetzt für Sommerkarten, da kann man das ganz gut gebrauchen. Mal ein bisschen was anderes mit diesem holographischen. Sehr hübsch. Ja. Sind einige drin. Ich weiß gar nicht, wie viele. 20 Stück. Sind echt hübsche dabei. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ein bisschen Kuddelmuddel. Die sind echt toll. Ja, auf jeden Fall 20 Stück davon. Für 1,29 €. Das einfach mal so hin. Und dann habe ich mir noch Schmetterlinge bestellt. Da sind auch 20 Stück drin. Die sind auch so holographisch. Und eben auch für 1,29 € hat das gleiche gekostet. Und ich habe mir jetzt aufgefallen, ich benutze im Moment sehr viel mit Schmetterlingen. Huch. Deswegen dachte ich mal, so ein paar neue Schmetterlinge. Die sehen doch echt hübsch aus. Oh, richtig schön. Richtig schön schimmernd in verschiedenen Größen. Hier auch so kleine. Gut, genau, einen richtigen Unterschied sieht man nur, wenn man genau hinguckt. Aber die sind echt toll. Genau, auch für 1,29 €. Und dann habe ich mir noch verschiedene Papiere bestellt. Das ist echt ein Mini-Block. Ich hatte nicht darauf geachtet, dass der so klein ist. Wie groß ist denn der? Ich kann ja mal kurz gucken. Die Papiere sind 5,5 mal 8,3. Mal gucken, was ich damit mache. Ich weiß es noch nicht, aber wir können uns die ja trotzdem mal kurz anschauen. Die haben 88 Cent gekostet. Sweetness Material Paper. Ja. Die kann man vielleicht für ATC-Karten nehmen, oder? Da müsste die Größe doch ungefähr hinkommen. Ja, vielleicht eine Idee. Genau, und dann packe ich das noch mal kurz beiseite. Weil dann, ich habe noch andere Papiere bestellt. Die sind in 15x15. Mal hier alles beiseite. So. Dann einmal schon mal ein bisschen weihnachtlich. Happy Holidays. 1,79 €. Komm raus. Genau. Schauen wir mal. Ich habe mir die auch noch nicht angeguckt. Ich meine, man sieht es ja vorne drauf. Und immer. Ist immer eins oder sind das zwei? Nee. Eins. Das ist schönes, dickes Papier. Ja, das sind schon so richtig herbstlich, winterlich, die Farben. Ne? Aber schön, mir gefallen die Papiere sehr gut. Es ist auch nicht so dünnes Papier, ist schon was dicker. Richtig schön. Ja, sonst hätte ich, also von dem Muster muss es mir gefallen, sonst hätte ich es mir ja nicht ausgesucht. Ne? Könnte man so sagen. So, das ist der erste Block. Oder das sind die ersten Papiere. Und dann habe ich mir noch einen ausgesucht. Den habe ich mir eigentlich ausgesucht, weil ich die Emboss-Sticker von Action, da gab es sowas für Bienen, so einen. Und den fand ich so toll. Und ich habe aber kein Papier dazu. Da dachte ich, als ich das Papier gesehen habe, die würden doch super zu den Emboss-Stickern passen. Und deshalb werde ich die auch dafür benutzen. Ja, das Papier ist schon ein bisschen dünner jetzt als das andere. Ach so, die kosten auch 1,79 €, aber ist immer noch, also es gibt schon noch dünneres Papier, also das ist schon okay. Ich finde, das passt super zu den Bienchen.
Da werde ich auf jeden Fall auch was Schönes mitmachen. Schöne Karte. Hier. Auch jedes Muster, jedes Bild ist anders. Jedes Papier hat ein anderes Muster. So, jetzt habe ich es. Genau. Dann die letzte Seite. Ja. Blumig, blumig, blumig. Ich glaube, war so rum. Genau, und das war schon. Das war mein Einkauf von Temu. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität ist, wenn ich das Ganze so benutze. Aber so auf den ersten Blick bin ich schon mal sehr zufrieden mit meinem Einkauf. Und ja, wir werden dann sehen, was damit geschehen wird. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, das nächste Video kommt schon bald. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich doch sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Abonniert doch auch gern meinen Kanal und lasst mir einen Kommentar da. Das macht mich sehr glücklich. Ansonsten würde ich sagen, habt eine gute Zeit und wir sehen uns schon bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.